Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind Iris und Bernd C. und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit und um Richtungshilfen geht es hier. Herzlich willkommen zu unserem POP 103. Was erwartet uns denn heute? Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie man Brot zum Leben empfangen kann. Wir haben kurz ein paar Neuigkeiten, die wir anreißen. Und ich möchte starten mit dem Zitat des Tages. Das ist von mir. Wow. Ich weiß das, was ich gepostet habe letzte Woche. Nein. Okay, guck auf Facebook, wenn du wissen willst, was der Welt jetzt meint. Ein anständiges heute. Es war sehr provokant. Okay, heute, der Mensch ist der König seiner Entscheidungen, um der Knecht von deren Konsequenzen zu werden. Fiel mir neulich in meiner Gebetszeit so ein. Der Mensch ist der König seiner Entscheidungen, aber der Knecht der Konsequenzen dieser Entscheidungen. Ja. Und Brot zum Leben. Es gibt ja eine evangelische Organisation, die heißt Brot für die Welt. Und diese Metapher des Brotes, die nimmt Jesus in der Bibel und erzählt eigentlich darin, wer er für uns sein möchte und wer er ist. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Wir als Gemeinde sind ja am Ende oder in der Endphase einer Zeit von 21 Tagen, 3 Wochen Gebet und Fasten. Das heißt nicht, dass wir komplett unbedingt fasten, sondern dass wir vielleicht auf Mahlzeiten verzichten, auf Süßigkeiten, auf soziale Medien, auf verschiedene Dinge, wo wir jedenfalls unserem Körper Dinge nicht geben, die er gerne haben möchte. Und wenn du wie ich einen Haushalt zu führen hast, dann musst du wahrscheinlich regelmäßig einkaufen gehen. Ich habe immer das Gefühl, habe ich zu meinem großen Sohn gestern gesagt, ich kaufe irgendwie ständig Tonnen von Lebensmitteln ein und die werden gegessen. Und Teenager im Haus. Eigentlich wollte ich euch heute, habe ich überlegt, auch ein Brot mitzubringen, aber wisst ihr, es ist witzlos. Also wenn es heiß ist, ist es noch da. Aber wenn es dann anfängt abzukühlen, schneiden die ersten die Scheiben ab und es ist so schnell weg. Viel schneller, als ich ein neues wiederherstellen kann. Das ist schon erstaunlich. Stimmt. Schmeckt aber auch so gut. Ja, danke. Und wenn ich einkaufen gehe, am Ende von manchem Supermarkt, ist dann genau die Bäckereitheke. Und das kennt ihr dann in meinem Fall auf der rechten Seite. Und vor kurzem ging ich mit meinem Jüngsten dran vorbei und habe gesagt, Augen nach links, wir gehen dran vorbei. Egal, welche Kaffeestückchen und Kuchen und Süßigkeiten uns da verführen wollen. Und hey, die wissen Bescheid, was uns da gefällt. Frisch gebackenes ist einfach attraktiv. Wir brauchen es, ist mein erster Gedanke zum Thema Brot des Lebens. Als Jesus versucht wurde, war die erste Versuchung auch körperlicher Art. Der Teufel kommt zu ihm, Matthäus 4 steht das. Jesus hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Also für mich sind 4 schon ein unfassbares Ding. Habe ich nur einmal gemacht und in der Zeit hätte ich Kochbücher verfassen können. So sehr ging meine Fantasie ums Essen, weil ich nichts essen konnte oder durfte oder wollte. Und der Teufel kommt nach diesen 40 Tagen zu Jesus und sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus den Steinen Brot. Und wir wissen, dass die Naturgesetze für Gott keine Rolle spielen. Er kann aus Steinen Brot machen. Er kann Lebensmittel vermehren. Das ist eines der Wunder, von denen uns die Evangelien berichten, dass Jesus mehrfach getan hat. Wasser in Wein, all das ist möglich. Aber er widersteht dieser Versuchung und er sagt, was viel wichtiger ist als physisches Brot für unseren biologischen Körper ist das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus sagt, das ist wichtiger letzten Endes, dieses Wort zu empfangen als das physische Brot. Und wirkliches Leben ist mehr als der Erhalt unseres Lebens hier auf der Erde. Wirkliches Leben, Leben im Überfluss, kommt von Gott. Gottes Wort ist, soll sein, unser tägliches Brot. Der Körper, die Natur ist so, dass wir immer wieder Hunger haben. Also ich habe von meiner hungrigen Familie erzählt, so kaum ist der Abwasch der ersten Mahlzeit weg, dann gehen die Stunden ins Land und man hat ein bisschen was gemacht und schon ist er wieder da, der Hunger. Und irgendeiner streunt durch die Küche und sagt, Mama, was kann ich denn jetzt essen? Und hey, wenn wir geistlich diesen Hunger auf Gottes Wort haben, mehrmals täglich,
Das ist ein guter Indikator für geistliche Gesundheit und ein gutes Fundament für eine grandiose geistliche Stärke in der Zukunft. Die zweite Wahrheit zum Brot des Lebens: Gott möchte es uns schenken. Und wenn du die Bibel zum Thema Brot studierst, also ich hatte jetzt das Gefühl, es geht eigentlich nur um Brot in der Bibel. Die erste Erwähnung, ich bin gespannt, ob es hier einem von euch einfällt in der Bibel, das ist eigentlich eine unangenehme, da wo der Mensch gefallen ist, sich von Gott getrennt hat durch die Sünde, da sagt Gott zum Mann, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das heißt, von jetzt an kriegst du nichts mehr geschenkt, sondern du musst tüchtig was dafür tun. Andererseits erleben wir Gott als den Versorger in Hungersnöten in vielen Geschichten des Alten Testaments. Und ein Beispiel, das sicherlich die meisten von uns kennen, ist die Geschichte von Josef in Ägypten. Und ich lese uns kurz aus 1. Mose 41 ein paar Verse. Als nun die 7 Jahre des Überflusses im Land Ägypten zu Ende gegangen waren, da brachen die 7 Hungerjahre an, wie Josef vorausgesagt hatte. Und es entstand eine Hungersnot in allen Ländern, aber im ganzen Land Ägypten gab es Brot. Und als das ganze Land Ägypten Hunger litt und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sprach der Pharao zu allen Ägyptern: Geht hin zu Josef. Was er euch sagt, das tut. Kommt ja dieser Satz bekannt vor? Ja, denke ich gerade, ja. Was er euch sagt, das tut, sagte wer zu Maria, wem? Maria sagte das über ihren Sohn zu den Weinvorratslagerhalter, keine Ahnung, wie die Jungs hießen, die bei der Hochzeit in Kana. Zum Catering-Service von der Hochzeit zu Kana, sagte sie das. Genau, was er euch sagt, das tut. Und das ist gut. Ein guter Rat. Ja, Jesus Christus bezeichnet sich selbst auch, da kommen wir gleich noch hin, als das Brot des Lebens, das fleischgewordene Wort Gottes. Johannes sagt das am Anfang seines Evangeliums, das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. Und deine Zeit im Wort Gottes ist deine Zeit mit Jesus. Und Jesus aufzunehmen und das zu tun, was er dir sagt, was das Wort Gottes sagt, ist ein guter Ratschlag. In 2. Mose, dann in der nächsten Episode, der großen Episode der Geschichte des Volkes Israel, die dann folgte, das Volk in der Wüste, nachdem es in Ägypten dann unterdrückt war, Sklaverei und die ganze Geschichte, und Mose führte sie hinaus, dann hat Gott ein weiteres Brotwunder getan, Manna. Manna, was ist das, heißt das, glaube ich, übersetzt, ne? Oder ja. Himmelsbrot, sagt der Psalmist im Psalm 78, hat er regnen lassen. Und wisst ihr, was ich faszinierend finde? Da, wo wir gerade stehen hinter uns, wir haben eine Backstube auf die Greenscreen gepackt, das seht ihr. Aber wir drehen hier gerade in einer wirklichen Backstube. Oh ja. Der Ort, den wir hier gemietet haben, eigentlich als Lager kurz vor Corona, um unsere Archivkisten und Materialien für Straßeneinsätze und andere Dinge hier gut unterzubringen, ist die Backstube der lokalen Bäckerei unseres Dorfes. Als wir vor knapp 30 Jahren hierher gezogen sind, sind wir regelmäßig in den Laden, der um die Ecke ist, der auch in diesem Gebäude liegt, hingepilgert. Also immer war. Es gibt keine Bäckerei mehr, es gibt auch keinen Laden mehr in die Ecke. Ja, es gibt einen anderen Laden, der beliefert wird. Aber diesen Laden gibt es nicht mehr, genau. Und wir sind damals hierher gegangen, ich kann mich erinnern, mit kleinen Grace auf dem Arm noch, und haben deinen geliebten Bienenstich gekauft. Wir haben Brötchen am Samstag geholt, Brot hier gekauft und das war ein schöner Ort für uns. Auf jeden Fall. Und wir beide, da wo wir, als wir hier aufgebaut haben und relativ spontan nach Corona entscheiden mussten, wie machen wir das mit den Videos und wie können wir das langfristig machen, haben irgendwann gesagt, wir bauen das hier auf und wir stehen auf dem Fundament, das ist ungefähr 2x2 Meter oder ein bisschen mehr als 2 Meter. 2x3 würde ich sagen. Wo der Backofen stand, der große, wo das alles also fertig gebacken wurde. Und das Traurige ist, dass unser lieber Freund, der diese Bäckerei hier geführt und geleitet hat, vor kurzem verstorben ist. Und ja, Bernd hatte das große Vorrecht, das Privileg, sogar die Beerdigung zu machen für ihn. Und sein Sohn, mit dem wir jetzt vermehrt noch Kontakt haben, der sagte uns, wie er als Kind hier geholfen hat und wie begeistert er ist, dass wir jetzt hier Videos aufnehmen und sozusagen ein anderes Brot
backen, ja. Wort Gottes weitergeben, Brot des Lebens von genau der gleichen Stelle. Also ich muss das denken, wenn wir uns als Gemeinde im ehemaligen Kino, im Metropolkino ehemals treffen, das hätte niemand gedacht, als das Ehepaar Wagner, wer sich erinnern mag von den Over 40s vielleicht, da seine Tickets verkauft und Popcorn verkauft hat, dass dort einmal lokale Gemeinde ein Zuhause finden würde. Ja. Und ich glaube, Gott hat auch geschmunzelt, als hier Leute in Rente gingen und er hat gewusst, hey, auch dieser Raum wird was mit meinem Reich und dem Fortschritt meines Reiches, mit dem Verteilen von Brot zu tun haben. Und hey, gerade fällt mir ein, als du dich bekehrt hast und du dein Berufungserlebnis in Israel hattest und kurz danach gab es einige Menschen, die das gleiche prophetische Wort hatten, völlig unabhängig voneinander. Und es war immer so, du warst in einer Höhle, bist rausgekommen und hast Tausenden von Menschen Brot ausgeteilt. Ganz genau, das war das Bild. Ja, und das ist total crazy, oder? Wir stehen hier auf dem Backofen, also auf dem Backofenstandort. Wow. Gott, du hast Humor. Spricht Gott manchmal auch durch Zeichen? Also wir sollen jetzt nicht abergläubig werden, aber so manches Mal, wenn Dinge sich wiederholen, frag doch mal her, möchtest du mir was sagen? Mhm. Wenn du was geträumt hast, so wie der Pharao, brauchst du nicht Josef rufen, sondern frag Gott selbst, den Heiligen Geist selbst, was möchtest du mir sagen? Und das Brot des Lebens, Gott möchte so gerne dich beschenken, dich satt machen, dich versorgen. Ja, und am Ende der Bibel geht es auch um Brot. Und letzten Endes liegt es nur an uns, ob wir satt werden, nämlich wir entscheiden uns dafür, dafür oder gegen das Brot des Lebens. Im Vaterunser hat Jesus gesagt, wir sollen darum bitten, gib uns unser tägliches Brot. Eigentlich heißt das, ich glaube nicht daran, dass ich mich selbst versorge durch meine Arbeit, durch meine Leistungen, weil ich so toll bin. Alles, was ich bin, was ich kann, was ich einem Arbeitgeber geben kann oder der Firma, die ich gegründet habe, an Dienstleistung oder an was auch immer erbringen kann für Geld, das hat Gott mir gegeben. Es gibt nichts, was wir nicht aus seiner Hand haben, ob wir es zugeben oder nicht. In Johannes 6, schließlich die Schlüsselstelle, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht dürsten. Im Abendmahl, wenn wir es feiern, zu Hause, privat, alleine, mit der Familie und auch als Gemeindefamilie, brechen wir das Brot und wir erinnern uns an Christus, unser Lebensbrot, der sein Leib gab für uns und sein Blut gab, damit wir Rettung empfangen können. Und in der Offenbarung, da kommt das Manna, taucht es wieder auf, da sagt Jesus in Offenbarung 2,17, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und Jesus möchte dich so gerne versorgen mit seinem Brot, mit seiner Nahrung. Und ich möchte dich echt ermutigen, in deine Bibel reinzuschauen, in das Wort und zu studieren und herauszufinden, Gott, was möchtest du mir sagen? Und Gott backt täglich frisch, hast du das gewusst? Er backt täglich frisch nach deinem Geschmack und nach deinem Bedarf. Und wenn du ihn suchst, und wenn du ihn fragst beim Bibellesen, was möchtest du mir heute sagen? Geht es ein Wort, einen Gedanken, einen Impuls, eine Metapher, die er nur dir schenken möchte? So entscheide dich doch für das Brot des Lebens. Und die einfachste Entscheidung ist die, Jesus dein Leben zu geben und ihm zu sagen, vergib mir und lass mich dir nachfolgen. Wenn du das möchtest, dann heb doch eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt jede Sünde meines Lebens. Ich bringe dir jetzt jede Sünde meines Lebens. Herr, sie tun mir leid. Bitte vergib mir. Mach mich rein davon. Ich entscheide mich jetzt. Herr, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem Lebensende. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Und das ist alles, was es braucht, um einen Start mit Gott zu haben. Jetzt fang an, mit ihm zu reden. Wir nennen das Gebet. Aber sprich frei mit ihm, so wie mit deinem besten Freund. Lies jeden Tag im Wort Gottes. Schau im Neuen Testament. Fang dort an, im Johannesevangelium zum Beispiel. Lies einfach ein paar Verse jeden Tag und frag Gott, was ist da für mich drin? Und dann hör seine Stimme auf unterschiedliche Weise. Und such dir eine Gemeinde, eine Kirche in deiner Nähe oder online zurzeit, was auch immer, wo du satt wirst, wo du Evangelium bekommst, wo du geführt wirst.
näher zu Gott zu kommen, als du schon bist. Ja, ich wünsche dir alles Gute und schreib mir auch gerne an pastor@cclm.de, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Ja, ja. Genau. Ja, ansonsten ist jetzt ein guter Moment, einen Daumen hoch zu vergeben oder ein Like, wie man ja sagt. Mhm. Und ja, dann... Wir haben Taufgottesdienst am 7.2. Du kannst nur noch online dabei sein. Wir haben Georg und Irina Karl zu Besuch. Wir haben das Konzept aus Corona-Gründen geändert auf einen Ermutigungsgottesdienst am Samstagabend, dem 20. Februar. Und im Gottesdienst dienen die beiden auch am 21. Februar. Genau. Pastors-Dinner haben wir abgesagt im März, weil das wahrscheinlich ja ohnehin nicht funktionieren würde, vermuten wir. Und deswegen haben wir das nächste dann am 6. Juli. Und unsere Videobibelschule ist online, deswegen kann man sich da sehr wohl anmelden. Also da kannst du mit dabei sein. Bei Interesse einfach eine E-Mail an mich. Ich leite das gerne weiter. Und wir starten in Kürze unsere 20 Kleingruppen. Oder mehr als 20 wahrscheinlich sogar. So, wenn du da Interesse hast und bist hier aus der Region, ebenfalls schau auf unsere Website. Dort findest du Informationen dazu. Die dürften dann bald online auch stehen. Genau. Ja, ich möchte sehr, sehr gerne noch für euch beten und euch einfach segnen. Vater, ich bete, dass du das Brot des Lebens ganz neu ins Bewusstsein schenkst, allen, die jetzt zuschauen. Ich segne dich mit einem Hunger nach dem Wort Gottes. Ich segne dich mit Sehnsucht danach, den Geist Gottes zu suchen und zu fragen und mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich bete, Herr, dass die Fülle deines Wortes kommt und dass Menschen lernen, dir mehr zu vertrauen als sich selbst. Ich danke dir, Herr, dass Menschen lernen, loszulassen und dich auf den Platz des Versorgers in ihrem Leben zu stellen. Ich danke dir, Herr, dass du Erkenntnis freisetzt, den Geist der Weisheit und Offenbarung darüber, wer du bist und wer du gerne für uns sein möchtest. Danke, dass dein Frieden und deine Freude jetzt jeden begleiten, der dieses Gebet segnend empfängt. In dem Namen Jesus segne ich euch damit. Amen. Amen. Und ich sehe gerade, Gott berührt jemanden an den Füßen. Du hast Schwierigkeiten mit deinen Füßen. Ich kann nichts Genaueres sehen, aber Gott heilt dich dort jetzt. Und jemand anderen, du hast Probleme mit deinen Lungen. Auch hier berührt Gott dich übernatürlich. Wir setzen diese Heilung frei für die Füße und auch für die Lungen in Jesu Namen vollständig und danken dir, Herr. Du bist schuld an allem Guten, auch an diesen Heilungen. Ehre sei dir, Herr. Danke, Gott. Danke. Gott ist gut. Amen. Ja, verbinde dich gerne mit uns. Unser Newsletter abonnieren solltest du auf unserer Website oder hier das Abo-Knöpfchen und die Glocke drücken, natürlich auf YouTube. Und bei Instagram und YouTube und Facebook, Entschuldigung, bist du auch herzlich willkommen, wenn du dich mit uns beiden verbinden willst. Wir sind dort relativ aktiv. Ja, und ansonsten bei all dem, was gerade so in deinem Leben umhergeht, vergiss die eine Sache nicht. Lass es nie aus deinen Augen. Ja. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So ist es. Jawohl. Sei gesegnet, wir haben dich lieb und freuen uns auf das nächste Mal, sei es sonntags oder mittwochs beim Bob. Bye, bye. Bye, bye.